So, Leute, was geht ab? Conrad wieder hier mit dem, muss kurz nachdenken, 12. Teil, glaube ich, in Cuphead. Wir machen jetzt hier mal weiter. You boys think your situation is a multicolor mess, don't you? But what if I told you there was a way to see in the shades of gray? A way that only a pacifist platformer would be able to receive. But I perceive, would you violent little mugs believe me if I told you that? I wonder. Ach krass, okay, also es gibt anscheinend irgendwie was Geheimes, wenn man eine Pazifisten-Trophäe oder was auch immer kriegt. Sprich, das ganze Spiel wahrscheinlich durchspielt, ohne jemanden jemals zu hauen. Weiß zwar nicht genau, wie das klappen soll, aber müsste ich mir mal Tutorials angucken. So, wo sind wir hier? Carla Maria, High Seas, High Jinx. Auf geht's. Ja, der letzte Gegner der letzten Folge hat eigentlich relativ gut geklappt. Nicht mal, ich glaube 20 Minuten habe ich für den gebraucht. Das ist für mich schon fast ein Rekord. Ich glaube, ich habe schon über eine Stunde für einen Gegner gebraucht. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, wir fliegen wieder, okay. Hello, baby. Oh, Mama. Gut, ich muss mich erstmal hier wieder dran gewöhnen, was meine Attacken sind, während ich in meinem Flugzeug sitze. So, also ich glaube, ich konnte mit Greis Bomben werfen, genau. Und sonst... Ich habe jetzt eine Frage. Also normalerweise ist es ja so, dass wenn ich in Sachen reinspringe, wehre ich automatisch ab. Ob das jetzt als Flugzeug auch noch klappt? Nee, klappt's nicht. Das heißt nämlich, dass ich diese Fähigkeit austauschen kann. Gegen was Besseres. Weil mir das hier überhaupt nichts bringt. Genau, das brauche ich jetzt nicht. Und stattdessen würde ich sagen... Kann auch sein, dass alles von dem hier mir nichts bringt als Flugzeug. Mal austesten einfach, würde ich sagen. Er würde eigentlich auch Sinn machen, wenn nichts davon wirklich von Vorteil ist. Nee, ich habe 5 HP, also es bringt doch was. Dafür sind jetzt meine Schüsse ein bisschen schwächer. So, erstmal gucken, was hier alles so passiert. Also, diese Dinger explodieren. Ach so, L2 und R2 machen dasselbe hier. Ah, okay. Gut, ich bin noch am Experimentieren. Also. Ich überlege, ob es noch eine andere Fähigkeit gibt, die vielleicht dann noch Sinn macht. Ich versuche es jetzt erstmal hier mit den extra Leben. So, hier passiert mir nichts, außer dass er mich nach oben boxt. Gut, jetzt mal drauf achten, dass ein roter, genau hier. Ah, nein. So, gleich ist nämlich mein Turbo wieder voll. Mein Super, wollte ich natürlich sagen. So, auf geht's. Nein, das Ding von unten hat die gerettet. Nicht cool, Mann. Mann, Frau. Mann, Fischfrau-Wesen. Also, kommen jetzt wieder dieselben Attacken? Ja, anscheinend schon noch. Oh, das war nicht gut. Das war besser, das war wieder natürlich nicht gut. Oh, jetzt bist du gelbfisch. Das heißt, der schießt wahrscheinlich jetzt was anderes. Ja, die Hälfte, okay, gut. Ja, ist nicht so einfach. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass dieses Spiel anstrengend sein kann. So, gut, jetzt kommt wieder der Gelbe, das heißt... Ja. Ich glaube, die Farben heißen gar nichts. Aber das hat nämlich vorhin auch der Rote geschossen. Ja. Also immer, wenn sie Luft holt, muss ich schnell weit weggehen. Aber wie genau ich diesen 3 Geisterfischen ausweiche, habe ich noch nicht so gerafft. Jetzt aber. Nein, ich wurde vorher getroffen.
Gut, 2 HP noch. Das wird wohl nicht reichen, aber wenn ich wenigstens wieder über die Hälfte kommen könnte. Ja, ich glaube, ich dürfte ungefähr jetzt so weit sein wie vorhin. Nein! Echt jetzt? Okay. Ja, quasi genauso weit. You dare to gaze. How about stone bots? Boots. So you can swim with the fishes. Ach krass, das ist bestimmt noch eine Weiterentwicklung von der gleich. Okay. Jetzt sehe ich auch erst, dass die einen Tintenfisch als Frisur hat. Sehr schick und elegant. Seepferdchen. Das ist ja lustig. Nein! Gut, also immer wenn sie so macht, kommt die Schildkröte. Boah, ich kann den Dingern echt nicht gut ausweichen. Es gibt ja die Fähigkeit, die mich unsichtbar macht, während ich... Oh, scheiße. Während ich hin und her... Ja, also meinen Geschwindigkeitsboost habe. Ob das auch als Flugzeug zählt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gleich testen. Ja. Oh, das war gar nicht gut. Aber mal schauen. Das wäre nämlich echt cool. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das wird es ja so einfach machen, die ganze Zeit unsichtbar zu bleiben. Ja, mal gucken. Hier kann ich nichts anderes auswählen. Okay. Ich glaube, echt das Einzige, was hier Sinn macht, sind die extra Leben. Weil nur 3 HP im Vergleich zu 5 ist schon ein kleiner Unterschied. So, macht mich das unsichtbar? Nee, natürlich nicht. Also ich denke mal, alles andere macht überhaupt keinen Sinn hier. Oh nee. Also ich glaube, das scheint ganz gut funktionieren, immer oben oder unten zu bleiben und dann, wenn sie auf mich zufliegen, in die andere Richtung. Oh mein Gott! Das ging gut. Irgendwie. Oh nein, scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Ich bin runter. Aber ich konnte nicht runter wegen dem blöden Seepferdchen da unten. Ja, okay, dann nehme ich wahrscheinlich wieder die extra Leben. Auch wenn meine Waffe dadurch schwächer wird. Beziehungsweise man muss auch so denken. Ich meine, die Zeit, die ich mit extra Leben gewinne, ist Zeit, die ich wahrscheinlich wieder verliere, dadurch, dass meine Waffe nicht so stark ist. Was habe ich hier noch? Ja. Ja, komm, ich bleib hierbei. Auf ein neues. Gut, also insgesamt glaube ich, nach der habe ich noch 2 Endgegner und dann kommt das der Endboss wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da nochmal eine Welt auf mich wartet. Oh nein! Fast geschafft. Oh, das wird nichts. Ja, es gibt manchmal so Situationen, da kommt man einfach nicht mal raus. Verdammt. Boom in dein Gesicht. Gucken, was jetzt auf mich gleich zukommt. Ich bin immer noch in diesem Abschnitt hier. So, endlich kommt was Neues. Oh, okay. Ah, okay, das ist jetzt die... Nein, du blöde Medusa. Was mache ich jetzt? Was muss ich machen? Mal gucken, ob ich hier durchkomme. Nein!
Ich glaube, das ist so wie in jedem Spiel, wenn du von einer Medusa getroffen wirst und zu Stein. Ich glaube, in God of War war das auch so. Einfach immer alle Knöpfe drücken, bis man wieder normal ist. Oh nein. Ich glaube, das Einzige, was man gegen diesen Steinstrahl machen könnte, wäre ganz nach rechts zu gehen, weil ich glaube, da war nichts Grünes. Nein. Aber diese Geister... Ich überlege, gibt es irgendeinen Attack oder irgendeinen Move, wie ich da durchkomme? Also ich meine, sind ja nur Geister. Theoretisch. Da hätte man auch fast die Titties gesehen. Nein. Boah, das Level ist echt hardcore. Nein. Okay, ich glaube, das ist der Trick, immer runter und dann nach oben. Vor allem wegen dem Wasserstrahl. Bitte mich nicht einfrieren. Oh mein Gott. Boah, das Level ist... das ist echt gemein. Oh, ich habe aus Versehen meinen Super benutzt. Aber ich bin, glaube ich, ganz okay. Oh nein, was ist jetzt? Was ist los? Was war jetzt los? Okay, ich habe den letzten Abschnitt mittlerweile erreicht. Okay. Juhu. Wie geht's denn so? Ich bin der Cuphead, wer bist du? Ich glaube, ich fange wieder von vorne an, oder? Ja, ich zieh's mal durch. Ah, Mist. Das Blöde ist bei diesen schwarzen Kugeln, die sieht man kaum, wenn die noch so rumschweben quasi. Ja, das klappt ganz gut. Boah, lass mich mal bitte wieder runter. Nein, wieder zu spät. Nein. Oh, Mist. Ja, verdammt. Boah, der Gegner ist wieder... Boah, hoffentlich dauert es keine Stunde. Juhu, ja. Aber der Hüpfschwung gefällt mir, muss ich zugeben. Oh, da bin ich zu früh nach oben. Oh, da wusste ich endlich mal, was kommt. Und dann bewege ich mich zu früh. Ich finde, der Hintergrund sieht auch verdammt geil aus in dem Level. Oh. Nein. Boah, da wieder Abstand zu gewinnen, ist nicht so leicht. Oh Mann. Oh ja, oh ja, oh ja. Das Problem ist immer so herauszufinden, ob meine Strategie stimmt und ich einfach nur besser spielen muss oder ob es tatsächlich irgendwie andere Fähigkeiten gibt, die ich lieber auswählen sollte. Was hätte ich da bitte machen sollen? I don't know, man. Thank you.
Nein, was soll ich denn da bitte machen? Zweimal wurde ich getroffen? Echt? Okay. Oh Mann, was hier alles rumfliegt. Okay, okay. Oh ja, schon so weit bin ich. So, was muss ich nochmal achten? Achso, der Strahl jetzt. Schnell alles drücken. Was kam da noch? Oh ja, genau. Sobald er mich eingefroren hat. Jo, jetzt. Nein, wirklich. Also ich glaube diese... Ah, Mist, da kann ich gar nicht... Ah, ich muss sogar noch aufpassen, dass ich da nicht an die Ränder komme. Verdammt. Holy Mackerel. Ja. Fuck. Aber gut, ich hatte meine Momente gerade. Ich glaube, es hat auch immer eine Portion Glück einfach, dass die Attacken nicht so schwer und unpassend auf mich abgefeuert werden. Ich habe die ganze Zeit versucht, immer diese grünen Totenköpfe zu treffen, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Nein, also was hat ich? Manchmal kann man einfach echt nichts mehr machen. So, bis jetzt nur einmal getroffen und ich glaube, gleich verwandelt sie sich wieder. Ja, genau. Das könnte was werden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh nein, das wollte ich wieder nicht. Verdammt. Was war das denn? Wie habe ich das denn gemacht? Was war das für eine Attacke? Okay, ich habe noch fast alle Leben. Na, das wird nichts, oder? Nein, ich glaube nicht. Ach so, ich muss mich klein machen. Das macht ja viel mehr Sinn hier. Nein, es wird wieder nichts. Yo, 3 Leben sogar noch. Und das Spiel hängt sich auf. Nein! Boah, hoffentlich speichert er die Aufnahme noch. Oh mein Gott. Nein. So, da wäre ich wieder. Also, gute Nachrichten. Ich glaube, er hat alles aufgenommen. Und hier wurde ein neuer Abschnitt freigeschaltet, sehe ich gerade. Und ich würde mal sagen, ich versuche jetzt noch das Jump-and-Run-Level. Da ganz unten, wo die Ausrufezeichen noch sind. Das habe ich auch irgendwo schon gesehen. Kann mich noch nicht erinnern, wo. Wir suchen so eine Zielscheibe. Da oben. Ah, da ist sie. Ja, da komme ich nicht durch. So gut, also auf Umwege machen wir es also. Und ich denke mal, das dürfte dann nicht allzu lang werden, wenn ich das irgendwann schaffen sollte. Mit allen 5 Münzen, die ich insgesamt gewinnen kann. Und ja, ein bisschen komisch, dass das zusammengestürzt ist. Hatte ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gehabt. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt. Es ist halt immer so blöd, wenn man nicht weiß, woran das lag. Okay, also, was haben wir denn hier so? Wieso
spawnt der wieder? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ah, der kommt von oben wieder. Alles klar. Ja, soweit, so gut. Ja. Ah, das kann ich noch benutzen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fuck. Was mache ich denn hier? Boah, hat er viele Leben. Hallo? Okay, 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 okay. Ich gehe nochmal raus und suche mir mal eine andere Fähigkeit aus. Oder auch nicht. Ich glaube nämlich, nichts davon macht wirklich Sinn. In diesen Jump-and-Run-Levels. Das Einzige, was ich eventuell machen könnte, wäre, mir die andere Zweitwaffe drauf zu tun. Aber ich versuche es jetzt erstmal mit der Zweitwaffe. Versuche die einfach mal ein bisschen öfters zu benutzen. Denn an für sich komme ich immer relativ nah ran. Sag mir nicht, ich kann die Feuerkugel kaputt machen. Also die kassiert zwar Hitmarker, mehr aber nicht. Ja. Ich würde sagen, ich bleibe hier erstmal drauf. Ne, das bringt natürlich nichts. Ah, so geht es doch. Das ist natürlich viel besser. Wenn ich doch gleich mal drauf gekommen wäre. Was? Ich wurde schon dreimal wieder getroffen. Boah, jetzt spawnen die gleich zu zweit auch noch. Wie süß die Drachen sind. Nein. Nein. Ah, fuck. Wow, nicht mal die Hälfte. Oh, das ruckelt hier aber die ganze Zeit, deshalb ich habe echt so ein bisschen Angst, dass es wieder zusammenbrechen können. So, also jetzt bleibe ich mal hier. Ich glaube, die Kugel trifft mich doch fast, hätte sie mich getroffen. Gut, also muss ich doch noch auf den anderen aufpassen die ganze Zeit. Was auch immer das ist, eine Ziege, glaube ich. What? Gut, ich mache einfach mal weiter in der Hoffnung, dass ich mich verbessere. Soll auch irgendwann mal vorkommen. Na gut, aber so langsam habe ich den Dreh raus. Oh nein, da war eine Münze oben. Okay, da muss ich das nächste Mal drauf achten am Ende. Kann ich da drauf? Da kann ich sogar. Gut, also ich gehe mal kurz raus und wähle mir eine andere Superattacke aus. Denn dieser Geist bringt mir hier, glaube ich, nichts. Was habe ich hier nochmal? Unsichtbar und dieses Kopf-Kamehameha. Das benutze ich mal lieber wieder. So, jetzt aber, Leute. Jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet, wie weit ich eigentlich gekommen bin. Aber ich denke mal, die Hälfte dürfte es auf jeden Fall gewesen sein jetzt. Ich glaube, egal was ich hier schieße, es dauert immer gleich lang.
Jo, 5 Leben ist auf jeden Fall mehr als 2. Ich hatte Mathematik in der Uni. Nein, ich wollte die Abwehrattacke jetzt machen. Auf den Schlammmonster. Gut, jetzt muss ich aufpassen, es kommt gleich irgendwo die Münze. Da. So, und mein Super ist voll. Das benutze ich gleich gegen die Tür. Kopfkamehameha. Und es ist immer noch nicht kaputt. So, ich denke immer... Ah, da oben ist einer. Ich denke mal, es ist so, dass immer der kleine Zwischengegner in diesen Levels, sprich die Tür gerade eben, die Hälfte markiert. Ich glaube, ich habe auch insgesamt schon 4 von den Türen, von den Münzen. Was mache ich denn da? Die hüpfen auch noch unterschiedlich hoch. Das ist die Hälfte. Das wäre erst die Hälfte. Ja. Das könnte ja dann auch lustig werden. Ah, ich fange wieder von vorne an. Ich wette, ich brauche für dieses Run-and-Gun-Level mehr als... Also länger als für den Boss gerade eben. Techno-Mucke. 30er Jahre Techno-Mucke. Ich versuche mal nicht die roten Kugeln zu erwischen, weil davon habe ich nicht wirklich was davon. Dass hier nicht um irgendwie einen Endboss geht, wo ich viel Schaden machen muss. Ich habe jetzt mein Turbo auch schon fast voll, ohne eine rote Kugel getroffen zu haben. Nein. Ja, das ruckelt gerade immer so ein bisschen. Das nervt ein bisschen, wenn man auf sein Timing achten will. Echt jetzt? Gut, einmal nur getroffen. Damit kann ich leben. Versteht ihr? Leben. Oh nein, ich habe die Münze komplett vergessen. Nein. Ja, das ist ja blöd. Kann ich gleich von vorne anfangen, fast. Ich habe Doppelsprung gemacht. So, bitte sehr, du blöde Tür. Auf. Ich habe hier nicht den ganzen Tag. Allerdings bin ich jetzt weit davon entfernt, mein Super voll zu haben. Ich glaube, nicht springen ist hier viel besser. Nein, oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, da ist ein Zyklon. Mir ist sogar das richtige Wort eingefallen. Weg.
Muss ich auf den schießen? Wahrscheinlich nicht. So, einfach nur Plattformen, da habe ich kein Problem mit. Nein, nein, ich darf sowas nicht sagen. Dafür werde ich immer bestraft. Gut. Jetzt darf ich aber auf jeden Fall mal nicht vergessen, dass ich da diese eine Münze in der Luft holen muss. Ja, das geht eigentlich. Also ich denke mal, noch 2, 3 Durchläufe, dann müsste ich es haben. Hier in dieser Welt oder beziehungsweise in dem Spiel sogar. Oh nein. Hat aber auch wirklich alles Augen. Nein, oh, ich bin von ausgegangen, dass er gleich stirbt. Jetzt müsste eigentlich gleich die Münze kommen. Und ich bin tot. Ja, das war ja nicht so gut, würde ich sagen. Oh mein Gott. Nein! Ich denke immer, dass bei Mega Man ist es nämlich immer so, dass wenn man einfach durchläuft, ohne Pause zu machen, funktioniert das eigentlich immer am besten. Nicht hier. Jo, alle leben noch. Wenn ich jetzt noch schaffen könnte, die Münze zu kriegen, das wäre schön. Ja, genau das meine ich gerade eben. Da hat es geruckelt und hat überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich eigentlich nach links gedrückt habe. Das könnte zu einem Problem werden. Ja, ich habe Doppelsprung gemacht. Sowas habe ich noch. 3 Leben. Ja, könnte hinhauen. Könnte hinhauen. Wow, jetzt schon kaputt. Ich habe noch nicht mal meine Superattacke benutzt. So schlecht aus. So. Also ich denke mal, wenn ich hier runterfallen soll, sterbe ich nicht automatisch, aber ich will es mal nicht drauf ankommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit rückwärts feuern sollte oder nicht. Okay, okay, okay. Hauptsache, ich lebe noch. Nein! Nein! Boah, das war ein Millimeter. Nein, ich war wirklich 2 Stufen wahrscheinlich davor, das zu schaffen. Na gut, dann machen wir das eben nochmal. Boah, das war so behindert. Nein! Ja gut, einmal getroffen zu werden, ist glaube ich nicht allzu wild, wenn ich es nachher nicht so sehr verkacken sollte. Thank you.
glaube, gleich müsste die Münze kommen. Ja, Mann. Jo, ich habe ein gutes Gefühl. Ein ganz gutes Gefühl sogar. Also ich würde mal behaupten, wenn ich 3 Leben beim letzten Abschnitt dann noch habe, packe ich's. Aber das sollte nichts heißen, beziehungsweise sollte ich sowas überhaupt nicht sagen. Und immer wenn ich sage, passiert das Gegenteil. Gut, also schießen brauche ich hier nicht mehr. Aber ich mache es meistens trotzdem einfach gern, weil es sich einfach so besser anfühlt. Die ganze Zeit mit dem Daumen was zu drücken hat. Nein. Ja, einmal habe ich damit noch gerechnet, getroffen zu werden, wegen dieser blöden Münze da unten immer. Okay. Das Blöde ist bei der Münze da unten, ich hätte gar nicht hier meinen Dash benutzen müssen. Ich hätte einfach runterhüpfen können. Beziehungsweise runterlaufen können sogar. Nein. Boah, ich komme. Ach, ich glaube, vorhin war das immer besser, weil ich diese Attacke habe. Da stirbt er, glaube ich, ein bisschen schnell. Ticken. Aha! Verdammt! Ich weiß nie, was ich da machen soll. Oh gut, halb so wild. Das Ding ist, ich glaube, ich brauche hier gar nichts kaputt zu schießen. Ich kann einfach immer drüber hüpfen und ausweichen. Ich habe Doppelsprung gemacht, ich schwöre. Ja. So viel zu... Das dürfte reichen mit den 4 HP. Oh mein Gott. Ich versuch's trotzdem noch. Ich fände es geil, wenn ich es wirklich alles mit einem HP schaffen sollte. Das wird's alles wieder wettmachen und dann hätte ich wieder so ein bisschen Glauben in meine Skills. Mein Gott, ich war wirklich zu weit oben, um den die ganze Zeit richtig zu treffen mit der Attacke. Habe ich auch nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Jedes Mal aber auch. Boah, jetzt stellt euch mal vor, ich müsste das alles nur mit 3 Leben machen. Gut, dass es diese Fähigkeit gibt, sich mehr HP von Anfang an drauf zu packen. Und ist auch meiner Meinung nach wirklich das Einzige, was man hier benutzen sollte in den Run and Gun Levels. Nein, ich habe die Münze bekommen. Nein. Boah, echt jetzt. For real, Z's.
erheben. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich einfach unten durch. Man kann er mich gar nicht treffen. Nein. Ja, das dauert dann doch ein bisschen länger wieder. Falschen Knopf gedrückt. Nein. Richtigen Knopf gedrückt und einfach nur schlecht gewesen. Kann ich ihn so treffen? Kann ich schon, oder? Ja. Oh mein Gott. Okay, ich lasse mir jetzt auf jeden Fall wieder Zeit. Ich glaube, das ist immer das Blödste, was man machen kann. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Aber das Ding kommt ja wieder hoch. Aha, natürlich. Ja, okay, okay, okay. Immer schön alles mit der Ruhe. Nein, ich bin nicht hoch genug gekommen. Ja, gleich hilft wieder die Münze kommen. Nein! Also wenn die Tür wirklich so schnell immer kaputt geht, dann benutze ich meine Superattacke lieber hier gleich. Boah, wirklich. Ja, Leute. Also das nächste Mal springe ich jedes Mal vor dem, dass er die Kugel nach oben schießt. Und dann hüpfe ich entweder drunter, drüber oder ducke mich. Nein, dann hüpfe ich doch noch rein. Klasse. Konnte ich nichts mehr machen? Ja, so langsam würde ich es gerne mal schaffen, wenn ich ehrlich bin. Oh, wo bleibt die Münze? Da bleibe ich die ganze Zeit da hinten und die kommt nicht. Ah. Wow, der hat nicht einmal gespuckt und ist schon tot. Kann man sagen, dass meine Attacke gar nichts gemacht hat? Der hat schon wieder nicht einmal gespuckt. Cool, also zwei Leben.
Also wenn die Münze dann unten ist, einfach runterlaufen, nicht dashen. Jetzt einfach runter. Nein, das hat nicht gereicht. Wird nichts. Ja, das wird nichts. Ich glaube nämlich, ich konnte nicht unten landen, weil die Kugel mich sonst getroffen hätte. Deshalb wollte ich weiter. Ah, fuck. Oh mein Gott. Oh wow, ich lebe. Also gut, dass ich lebe, ist klar, aber ich lebe mit 4 HP noch. Nein, jedes Mal. Oh nee, oh nee. Mal auf der rechten Seite bleiben. Hab ich sie? Ja, ich hab sie. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, man kann nicht alles haben. Gut, also 2 HP, dann bin ich quasi genauso weit wie vorhin. Wünscht mir Glück. Oh. Hey, jetzt ist ich jetzt wieder so lange an diesem Level sitzt. Ärgert mich dann doch so ein bisschen. Jetzt bin ich doch gesprungen. Ja. Die Lache von dem Feuer. Weiter, 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 weiter. Yo. Das war anstrengend. Aus irgendeinem Grund. Gut, ach, Leute, guckt, das Level hat nur 2 Minuten 22 gedauert. ja, ich könnte schwören, dass es ein bisschen länger war. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen sich gezogen hat gegen Ende. Und ja, wir sehen uns dann die Tage wieder. Haut rein, bis dann und tschö.